Tada! Hallo meine Lieben! Nach einer sehr, sehr, sehr langen Pause habe ich jetzt endlich die Freude, euch Lektion Nummer 2 von Koreanisch für Anfänger mit und von Ellie präsentieren zu können. Ich habe mich sehr gefreut, dass die erste Folge, Lektion, Episode so guten Anklang gefunden hat. Und dachte mir, dass ich doch in dem gleichen Muster weitermache, da ich das erste Video mit der Aussprache des koreanischen Alphabets, um ehrlich zu sein, hauptsächlich für meine Mutter gemacht hatte, die angefangen hatte, Koreanisch zu lernen und ein bisschen Unterstützung wollte. Und deshalb hatte ich das Video für sie gemacht. Und für meine Mutter, aber auch für euch alle, die ihr jetzt zuguckt, habe ich mich entschieden, diese zweite Lektion mit den überlebenswichtigen koreanischen Phrasen zu machen, weil ich jetzt oft von Verwandten und Freunden gefragt werde, naja, dann gib mir mal so die wichtigsten Ausdrücke im Koreanischen, falls ich mal, keine Ahnung, im Flugzeug eine koreanische Stewardess treffe, falls ich mal auf der Straße einem Koreaner begegne und mich unbedingt mit ihm unterhalten will, falls ich mal von den Nordkoreanern entführt werde und mich da nur mit guten Gesprächstaktiken retten kann. Ob ihr zu diesem Ergebnis kommt, kann ich euch leider nicht garantieren, aber trotzdem denke ich, wir starten jetzt einfach mal mit ein paar der grundlegenden Phrasen und Ausdrücken, die man gut gebrauchen kann, selbst wenn man zum Beispiel nur mal in Korea im Urlaub ist und sich einfach ein bisschen mal minimal mit den Einheimischen unterhalten möchte. Ach, aber nochmal ein Disclaimer. Ich habe jetzt zwar schon seit ein paar Jahren Koreanisch gelernt, bin aber keine Muttersprachlerin. Ich weiß, hättet ihr nie geglaubt, ne, dass ich keine Muttersprachlerin im Koreanisch bin. Deshalb erhebe ich auch keinen Anspruch darauf, perfektes Koreanisch zu sprechen. Aber ich gebe mein Bestes und gebe euch einen Lernanstoß, hoffentlich. Okay, legen wir los. Unser erster Ausdruck, wie man sich vielleicht schon denken könnte, ist natürlich das Hallo, Hi und guten Tag. Auf Koreanisch 안녕하세요. 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 Und das ist wirklich eine Begrüßung, die ihr zu jeder Tageszeit, in jedem Rahmen, wie auch immer benutzen könnt. Sowohl 안녕하세요 als auch die anderen Ausdrücke, die ich euch heute beibringen werde, sind im höflich informellem Sprachstil gehalten. Was das bedeuten soll, weiß ich selber auch nicht genau, aber so wird es genannt. Das ist halt eine der Höflichkeitsstufen, die man auf jeden Fall immer benutzen kann. Damit liegt man auf jeden Fall immer richtig. Das ist nie zu informell oder zu formell. Es ist so gesehen eine der einfachsten Sprachstufen, die man lernen oder sich merken kann. Und deshalb ist das auch die, die wir heute hauptsächlich benutzen werden. Also noch einmal, 안녕하세요. Wenn man sich verabschiedet, wird es dann direkt etwas schwerer im Koreanischen. Es gibt nämlich mindestens zwei Arten, auf die man sich verabschieden kann. Einmal, wenn man die Person ist, die geht, und einmal, wenn man die Person ist, die bleibt. Was das also bedeutet. Stellt euch eine raumvolle Person vor und ihr geht jetzt aus diesem Raum raus. Was ihr dann also zu einer Person sagen könnt, die in diesem Raum bleibt, ist 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Das heißt so viel wie bleib mal hier und sei zufrieden damit. Und das ist wie gesagt das, was ihr der Person sagt, die bleibt. Wenn ihr aber die Person seid, die im Raum bleibt, dann sagt ihr zu der Person, die den Raum verlässt, 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Was so viel bedeutet wie geh mit Gott, aber geh. Und wie ihr seht, diese zwei bilden praktisch das Paar der höflichen Verabschiedungen. Es kann mal am Anfang ein bisschen verwirrend sein, vor allem da ich immer finde, dass die sich doch sehr ähnlich anhören. 안녕히 계세요, 안녕히 가세요. Am Anfang ein bisschen schwierig. Ein kleiner Trick, mit dem ich versucht habe, mir diesen Unterschied zu merken, ist im 안녕히 가세요, also im gehe in Frieden, das Ka-Seo, das ist wie da, ka, da, geh dahin, weil ich hier bleibe. So nach dem Motto, macht das irgendwie Sinn? Also ka, da hört sich ähnlich an und da sollst du hingehen, weil du die Person bist, die weggeht. Deswegen 안녕히 가세요.
Und das andere ist dann halt ein junger Kiseo. Falls ihr aber mal gar nicht darauf kommt, was ihr jetzt beim Gehen oder beim Bleiben sagen müsst, könnt ihr aber in einem Setting wie zum Beispiel einem Restaurant oder einem Geschäft, also irgendwo, wo ihr eine Dienstleistung erhalten habt, einfach auch Sugohaseyo sagen. Sugohaseyo. Und Sugohaseyo bedeutet sowas in der Art wie, du hast ein gutes Opfer für das Kollektiv gebracht und deine Mühen werden uns in Erinnerung bleiben. Oder auch einfach sowas wie gut gemacht oder guter Job. Das ist einer dieser Ausdrücke, der ein bisschen schwierig ist zu übersetzen, weil das kein richtiges Äquivalent im Deutschen ist. Aber es ist halt etwas, das du jemandem sagen kannst, der irgendwie einen Job für dich geleistet hat oder einen guten Job für dich geleistet hat. Aber es ist halt auch eine Begrüßungsfloskel oder in diesem Fall eine Verabschiedungsfloskel. Also wenn ich zum Beispiel im koreanischen Restaurant gegessen habe und dann rausgehe, dann kann ich natürlich Annyeong Kaeseo sagen, da die Bedienung oder der Koch oder Kellner oder wie auch immer natürlich im Restaurant bleibt. Oder halt auch einfach Sugohaseyo. Also gut gemacht und weiterhin guten Job. Sowas in der Art. Aber ja, die Übersetzung ist da ein bisschen hakelig. Nicht fehlen in dieser Reihe freundlicher Ausdrücke darf natürlich das Dankeschön. Und die höflichste und auch am meist verwendendste Form davon ist das Kamsahamnida. 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 Und was da direkt auffällt ist, es wird zwar Kamsahamnida geschrieben, aber beim normalen Sprechen spricht man es einfach Kamsahamnida aus. Die Han-Silbe wird also praktisch geschluckt. Da könnt ihr es euch also direkt ein bisschen einfacher machen und einfach Kamsahamnida sagen. Aber das habt ihr nicht von mir gehört. Bei mir macht man das natürlich ganz richtig. Sowas wie ein Bitte oder gern geschehen gibt es im Koreanischen nicht so richtig. Wenn euch jemand Kamsahamnida sagen würde, könntet ihr einfach mit Ne antworten. Ne bedeutet so viel wie ja. Dankeschön, ja, ja. Aber wird natürlich im Koreanischen nicht einfach nur als Ja benutzt, sondern halt auch so ein bisschen einfach als Anerkennung von dem, was der Gegenüber gesagt hat. Also wenn mir jemand sagt, Kamsahamnida, könnte ich einfach mit Ne antworten. Und da wir jetzt das Ja, also Ne, kennen, müssen wir natürlich auch das Nein lernen. Und das ist im einfachsten Fall Aniyo. 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 Obwohl Ja und Nein eigentlich im seltensten Fall einfach nur so benutzt werden, sondern meistens in einem Satz, weil einfach nur Anjo zu antworten nicht unbedingt sehr höflich ist, ist es doch gut, sie einfach zu kennen. Zum Beispiel, wenn euch jemand fragt, Migungsarameyo, also bist du Amerikaner, dann könnt ihr einfach sagen Aneyo. Denn ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sich keine Amerikaner deutschsprachige Videos übers Koreanisch lernen angucken. Und falls doch, hi! Ein weiterer sinnvoller Satz in seiner einfachsten Form ist, gib mir bitte das oder ich möchte bitte das haben. Und das wäre dann X Juseyo. 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 Wenn ihr zum Beispiel Wasser haben wollt, wäre das Mul Juseyo. Wenn ihr einfach das haben wollt, Igo Juseyo. Oder wenn ihr zum Beispiel im Restaurant mal völlig überfordert mit den Stäbchen seid und unbedingt eine Gabel braucht, Poke Juseyo. Auch eine Frage, die im Repertoire sicher nicht schadet, ist, wo ist die Toilette? Und das wäre 화장실 어디에 있어요? 화장실 어디에 있어요? 화장실 어디에 있어요? Und das wäre auch wieder der Satz in seiner einfachsten, simpelsten Form und kann vor allem dann nicht schaden, wenn ihr in einem Restaurant mit mehreren Stockwerken seid, wie es sie hier in Korea oft mal gibt, und ihr nicht genau wisst, wo vor allem welche, also Damen- oder Herrentoilette ist, bevor ihr dann lange rumsucht, einfach 화장실 어디에 있어요? Fragen und dann werdet ihr schon in die richtige Richtung geschickt. Auch ein wirklich überlebenswichtiger Satz hier in Korea, gibt es hier Wi-Fi?
ohne Internet ist man hier wirklich aufgeschmissen und wird auch kaum als Mensch anerkannt. Daher ist es auf jeden Fall immer gut nachzufragen, ob es Wi-Fi gibt. Vor allem da es eigentlich immer Wi-Fi gibt. Also in eigentlich jedem Café hier, Geschäft, Bahnstation, was auch immer, gibt es Wi-Fi normalerweise. Und in dem Fall kann man dann einfach fragen, gibt es hier Wi-Fi, und dann wird einem das eigentlich immer gerne mitgeteilt. Yogi Wi-Fi ga isseoyo? Yogi Wi-Fi ga isseoyo? Yogi Wi-Fi ga isseoyo? Wie ihr schon hört, Wi-Fi, Wi-Fi, da hat man sich doch bestimmt am Englischen orientiert. Ja, hat man sich auch. Im Koreanischen gibt es sogar recht viele Wörter, die am Englischen angelehnt sind. Manchmal ist es allerdings sehr schwer, das rauszuhören, weil die echt ein bisschen entstellt wurden, um sich vor allem den koreanischen Silben anzupassen. Aber in diesem Fall ist es doch noch recht ähnlich. Wi-Fi, Wi-Fi, das kriegt man gerade noch hin. Und der letzte Satz, den ich euch für heute beibringen möchte, ist 구독도 해주세요. 구독도 해주세요. 구독도 해주세요. Und das heißt so viel wie: bitte abonniert diesen Kanal für weitere extrem hilfreiche Koreanisch-Videos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt etwas gelernt. Ich überlege, entweder weitere Lektionen für einen Themenbereich zu machen, also zum Beispiel, wenn man jemanden zum ersten Mal kennenlernt, wenn man beim Shoppen ist, wenn man sich in einem Restaurant vollfressen möchte oder vielleicht in einem Laden nach einem ganz bestimmten K-Pop-Album sucht. Kann ja alles mal passieren. Lasst mich wissen, wenn es etwas Bestimmtes gibt, über das ihr gerne lernen würdet. Und ansonsten dieses Video jetzt erstmal 200 Mal angucken, alle Sätze fleißig auswendig lernen und 300 Mal in ein Heft schreiben. Und dann werdet ihr nie wieder ohne Wi-Fi in einem koreanischen Restaurant auf der Toilette sitzen. Hat doch was! Bis zum nächsten Mal!